shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar wie ihr mit dem einen und denselben Glitch verschiedene Partien von eurem Oberkörper komplett unsichtbar machen könnt. Der Founder von dem Glitch bin ich selber, aber ich muss fairer halber sagen, ohne World Finest Gamer wäre das Ganze nicht möglich gewesen, deswegen verlinke ich auch seinen Kanal unten in der Videobeschreibung als Founder auf jeden Fall mal auschecken. Wie gesagt, den Glitch habe ich bisher noch bei keinem anderen YouTuber gesehen, so in der Art, aber die Methode mit der Yacht und CEO und dem ganzen Gedönse da ähnelt doch sehr dem anderen Glitches, deswegen, ja, ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Bei dem Video mit dabei war unsere liebe Kamikaze-Ente, also mein absoluter Lieblings-YouTuber. Der macht richtig geile Let's Plays und Gameplays und Vlogs, und seine Entencafés sind wirklich extrem geil. Der Link zu seinem Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung, auf jeden Fall auschecken, und gönnt euch diesen YouTuber, der ist wirklich mega geil. Also ich feiere ihn wie Sau, deswegen freut es mich natürlich, ihn heute wieder dabei zu haben. Er ging allerdings bei der ganzen Masse an den anderen 25 Abonnenten, die mir dabei geholfen haben und ein bisschen Yachtparty mit mir gemacht haben, ging er irgendwo ein bisschen unter. Es tut mir natürlich leid, dass er jetzt nicht so im Bild ist. So, und ich erkläre euch jetzt genau, wie der Glitch funktioniert. Also, wenn ihr nur die Arme sichtbar haben wollt und der Rest unsichtbar, braucht ihr irgend so ein T-Shirt, was ich euch gerade im Hintergrund zeige. Wenn ihr den kompletten Oberkörper unsichtbar haben wollt, dann zieht ihr euch irgendein Pullover an oder irgendein Oberteil, was euren oder die komplette Haut von eurem Oberkörper verdeckt, weil alles, was dann verdeckt wird, wird auch unsichtbar danach sein. Ich würde euch empfehlen, das nicht mit irgendwelchen komischen Jacken zu machen, also mit den Lederjacken oder so, weil da hat der Glitch bei mir auch nicht funktioniert. Und wenn ihr einfach nur den Brustbereich sichtbar haben wollt und der Rest unsichtbar, dann zieht euch irgendeine Jacke an, wo man den Brustbereich sieht, wo auch kein T-Shirt drunter ist, also irgend so eine Lederjacke oder so eine Sportjacke oder sowas in der Art. So, und nun fangen wir mit dem Glitch an, und zwar als allererstes müsst ihr euch als VIP oder CEO registriert haben. Dazu braucht ihr eine Yacht, das muss natürlich nicht eure eigene sein, und begebt euch dann zu dem Pool von der Yacht. Öffnet euer Interaktionsmenü, geht dann unter Stil, auf Accessoires und runter auf die Handschuhe. Wenn ihr dort dann seid, dann drückt ihr mal die ganze Zeit X und läuft in den Pool hinein und drückt permanent X weiter. Läuft dann aus dem Pool heraus und dann beim Rauslaufen backt das Spiel einmal rum, während ihr von eurer badenden Klamotten auf eure normalen Klamotten umschaltet. Da müsst ihr sofort aufhören mit X zu drücken, und dann müsst ihr mal eure Handschuhe kontrollieren, ob die Handschuhe, die im Interaktionsmenü angezeigt werden, dieselben Handschuhe sind, die ihr anhabt. Wenn das der Fall ist, dass es dieselben Handschuhe sind, dann müsst ihr den ganzen Glitch wiederholen, also mit X durchspammen, in den Pool hineinlaufen, hinauslaufen, und sobald das Bild einmal backt, sofort wieder aufhören und die Handschuhe kontrollieren. Das müsst ihr halt so lange machen, bis andere Handschuhe angezeigt werden, wie ihr anhabt. In der Regel hat es bei mir zwischen 3 und 6 Versuche gedauert. Ich zeige euch jetzt gerade mal den Versuch, wo es geklappt hat, und zwar ich spam die ganze Zeit X auf Handschuhe, laufe in den Pool hinein, laufe wieder hinaus, und ihr seht, ich habe keine Handschuhe an, obwohl es im Interaktionsmenü angezeigt wird. Danach verlasse ich das Menü, gehe auf Secure Yourself und gehe auf Verwaltung, auf Stil, und ändere einmal das Outfit und wieder zurück. Bams, bams, und zack, unsichtbar. Wenn ihr das jetzt mit den anderen Outfit oder mit den anderen Klamotten macht, die ich euch am Anfang vom Video gezeigt habe, dann seht ihr jetzt schon im Hintergrund, wie das Ganze dann ausschaut. Wie es halt ausschaut. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich bin an der Stelle mal raus und schaut auf jeden Fall mal bei WFG und Kamikaze Ente vorbei. Und ich habe noch einen kleinen Überraschungs-YouTuber unten in der Videobeschreibung verlinkt, der unbedingt mal verlinkt werden wollte. Das habe ich jetzt in dem Fall jetzt auch gemacht. So, also Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.